Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich und bedanke mich zugleich bei Professor Fuchs und seinem Team für die Einladung und fantastische Organisation. Ich freue mich, zum Thema Fehlerkultur in der Instrumental- und Gesangspädagogik, Umgang mit Fehlern beim Üben, Musizieren und Unterrichten, einen interdisziplinären Beitrag zu leisten. Der Umgang mit Fehlern ist auf allen Leistungsstufen und über die gesamte musikalische Entwicklung ein zentrales Thema. Dennoch gibt es im Verhältnis zur hohen Relevanz noch relativ wenig explizites und systematisches Wissen und wenig Forschung in der Instrumentalpädagogik. In diesem Vortrag werde ich nach einigen einführenden Gedanken die Einstellungen zu Fehlern vor dem Hintergrund von Lerntheorien und Lernmotivation betrachten. Im nächsten Schritt sollen Ansätze im Umgang mit Fehlern Raum finden. Hierbei werde ich Erkenntnisse aus anderen Disziplinen wie der Luftfahrt einbeziehen. So wie Normen und Werte sich im Laufe der Geschichte ändern können, ist auch der Umgang mit Fehlern historisch geprägt. Man beschäftigt sich zwar seit der Antike analytisch mit dem Fehlermachen des Menschen, aber erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es eine gezielte Auseinandersetzung mit dem Fehlerthema. Fehlerforschung war zunächst eher als Fehlerbekämpfung zu verstehen. So die pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Fehlern der Kinder, 1892 von Ludwig Strümpel. Alphabetisch sind hier Kinderfehler verzeichnet, zum Beispiel Feigheit, Frechheit, auch Freiheitsdrang, bei denen es darum geht, sie als norm- und regelabweichendes Verhalten zu ahnen, auszumerzen, zu kontrollieren und vorzubeugen. In den 20er Jahren entstanden erste grundlegende systematische Arbeiten von Pädagogen und Pädagoginnen zur Fehlerthematik und auch zur fehlerhaften Wahrnehmung. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud erforschte Fehler als Fehlleistungen des Unbewussten. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand das Fehlerthema, bis es in den 80er Jahren durch die Fehlerfolgen komplexer Technik neue Brisanz erhielt. Von nun an ging es auch um das Verstehen des Fehlers als eines komplexen Ereignisses und seiner Funktionsverfehlung. Anlässlich der Atomkatastrophen gab es das erste internationale Symposium zur Fehlerforschung 1980 in Maine. Es folgte weitere Fehlerforschung in der Pädagogik, schwerpunktmäßig in der Schweiz. Ein Blick auf die Historie der Musikpädagogik kann einige interessante Aspekte in der Auseinandersetzung mit der Thematik liefern. Der Reformpädagoge Heinrich Jacobi beobachtete beim Lernen die hemmende Angst vor dem Falschmachen und plädierte sehr dafür, weniger Normen und Regeln von außen zu setzen, sodass jeder Lernende erst selbst durch Ausprobieren das Empfinden für das Stimmende finden kann. Jacobi fragt sich, warum so viele Kinder falsch singen. Ich zitiere: Wir sind erzogen in lauter Angst vor dem Falschmachen. Zunächst singen alle Kinder falsch, bevor sie allmählich ganz viel bei der Sprache richtig singen. Je früher ein Kind beim Falschsingen korrigiert wird, desto gewisser wird es später beim Intonieren unsicher bleiben und sich so verhalten, dass man ein schlechtes Gehör für Musik konstatiert. Desto mehr wird seine Unbefangenheit und Bereitschaft, sich selber zu korrigieren, gestört. Desto mehr gewöhnt es sich daran, sich nach außen zu orientieren und die anderen zu fragen, ob etwas falsch oder richtig sei. Und desto weniger kann es gelassen probieren, Klänge zu intonieren, wie es sie hört. Zitat Ende. Am 11.11.2011 führte ich an der Kunstuniversität ein Symposium durch. Exzellenz durch differenzierten Umgang mit Fehlern. Kreative Potenziale beim Musizieren und Unterrichten. Dieses interdisziplinäre, internationale Symposium thematisierte erstmalig umfassend das Thema Fehler in den verschiedenen Bereichen der Instrumentalpädagogik. Dies zugleich aus Sicht der Medizin,
Luftfahrt, Entrepreneurship, Psychologie, Pädagogik und verschiedenen Perspektiven von Musikerinnen und Musikern. Fehler können sichtbar oder auch nicht direkt beobachtbar sein. Martin Hus definiert Fehler aus der Sicht eines Hochschulprofessors und Konzertpianisten. Ich zitiere: Fehler sind quasi ein Ergebnis. Der Grund für einen Fehler liegt manchmal im Augenblick selbst. Eine Störung, eine Ermüdung. Aber genauso oft liegt der Grund für den Fehler weit zurück. In der Vorbereitung des Werkes, in der technischen Einstellung sowie in der Kenntnis des Textes. Die Wahrnehmung und Bewertung von Fehlern ist nicht immer einfach. Schauen wir uns diesen Elefanten an. Wie viele Füße sehen Sie? Vermutlich erhalte ich ganz verschiedene Antworten, 4, 5 und 8. Obwohl es sich um eine optische Täuschung handelt, erkennen wir, dass Wahrnehmungen subjektiven Interpretationen ausgesetzt sind. Dies ist eine der zentralen Thesen des Konstruktivismus und wird gestützt durch Erkenntnisse der modernen Neurobiologie. Fehler gehören zu jedem Lernprozess. Bei vielen Dingen, die wir uns aneignen, wie Laufen, Sprechen, ist uns dies bewusst. Wir bewegen uns ständig zwischen Scheitern und Gelingen. Im schulischen Kontext sind Fehler jedoch meist negativ konnotiert. Aus den Befunden von Fritz Oser und Maria Spiechiger geht hervor, dass Fehler viel zu oft ignoriert oder von Lehrpersonen selbst ganz schnell korrigiert werden, ohne dass die betreffenden Schülerinnen dadurch etwas lernen. Lehrpersonen sind meist auf das richtige Ergebnis fokussiert. Der Lerninhalt bzw. das Lernpotenzial dieser Situation verschwindet, sie sagen, wie ein Flugzeug im Bermuda-Dreieck. Ich selbst erinnere mich an die Radiergummis, die ich unerbittlich einsetzte, um ja keine Fehler sichtbar zu machen in der Schulzeit. Dies lässt sich ebenso im Instrumental- und Gesangsunterricht beobachten. In meinem Seminar Umgang mit Fehlern haben Studierende in den Jahren 2010 und 11 aus ihren Erfahrungen berichtet. Hier ein Fallbeispiel von Herrn L. Ich zitiere: Um meine falsche Hand- bzw. Körperhaltung zu korrigieren, positionierte meine Lehrerin diese mit Gewalt an die richtige Stelle. Sie hat mir zwar nicht wehgetan, aber ich hätte meinen Fehler auch ohne diese Handlung korrigieren können. Mein erster Lehrer hat mir immer, wenn ich eine falsche Note gespielt habe, mit der Hand hinten am Hals ein wenig zugedrückt. Zitat Ende. Fehlerkultur. In der Instrumental- und Gesangspädagogik besteht in einem Spannungsfeld einerseits zwischen Lernen aus Fehlern und auf der anderen Seite dem Bewerten einer Performance. Dennoch, in musikalischen Kontexten wird bisweilen nicht zwischen Fehlern als Information oder Bewertung differenziert. Der Psychoanalytiker Helmut Möller beobachtet, dass der gesamte Musikerinnenalltag von der Erwartung durchzogen sei, keine Fehler zu machen. Perfektion erwartet nicht nur der Musiker oder die Musikerin selbst, sondern aufgrund der medialen Präsenz erwartet auch das Publikum, dass Musikerinnen fehlerfrei spielen. Helmut Möller sagt weiter: Eine der wichtigsten Ursachen für Aufführungsängste ist daher die Einstellung gegenüber den Folgen von Fehlern. In jeder Auftrittssituation ist die Angst vor den Folgen von Fehlern präsent, weil Fehler nicht zurückgenommen werden können. Wer Angst vor den Folgen von Fehlern erlernt hat, baut die Erwartung auf, fehlerlos spielen zu müssen. Daraus folgt, der Zwang zur Fehlerlosigkeit kann sich als der erste Schritt zur späteren Aufführungsangst erweisen. Lehrpersonen und Musikerinnen benötigen Fehlerkompetenz. Diese konstituiert sich erstens aus dem Wissen über die Fehler, welche Fehler sind mit welchen Konsequenzen charakteristisch, aus dem Wissen über die Anwendung von Handlungsstrategien in Fehlersituationen und aus einer Sensibilisierung für die unterschiedlichen Sichtweisen
auf den Nutzen und die Folgen von Fehlern. Die Musik- bzw. instrumentaldidaktische Kompetenz hat also zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. Zu differenzieren sind in aller Kürze hier nur situative Fehler oder eine Fehlerthematik, die länger andauert. Ein differenzierter Umgang in den verschiedenen Lernfeldern, Blattspiel oder Improvisation oder in den verschiedenen Sozialformen wie Einzel- oder Gruppenunterricht. Und schließlich ist die Fehlerdiagnose abhängig von der Zielsetzung und Phase des Lernens. Anfängerinnen und Expertinnen zeigen einen unterschiedlichen Umgang mit Fehlern. Während Novizen Fehler eher ignorieren nach dem Prinzip Hoffnung, so Gerhard Mantel, es wird schon besser werden, Hauptsache wiederholen, bei Fehlern stoppen oder Fehler vermeiden, indem sie langsam spielen, all dies nach dem Motto, übe langsam, konzentriert und in kleinen Schritten, um ein gutes, fehlerloses Ergebnis zu erzielen. Expertinnen üben zielgerichtet. Es ist vielfach bestätigt, dass der Umgang mit Fehlern hier einen entscheidenden Faktor für den Übererfolg bildet. Expertinnen erkennen, korrigieren, überwinden Spielprobleme, Schwächen und Fehler für eine maximale Leistungssteigerung. Fehler werden als essentieller Bestandteil des Explorierens gesehen. Fehler von Anfängerinnen und Anfängern sind eher offensichtlich. Je größer die Expertise, desto weniger und vor allem unauffällige Fehler passieren, sodass sie vom Publikum nicht bemerkt werden. Dies wurde in einer Studie von Bruno Repp 1996 nachgewiesen. Expertinnen machen also auch Fehler, aber sie sind in der Lage, schnell und zielgenau auf Unvorhergesehenes zu reagieren, wie sich auch neurobiologisch nachweisen lässt. Expertinnen reagieren sogar Millisekunden bereits vor dem Fehler. Wir kommen zu den Einstellungen zu Fehlern. Wenn Sie diese Abbildung anschauen, sehen Sie, dass das Ergebnis eher negativ konnotiert zu sein scheint. Vor allem ist die Situation paradox, denn die Lehrperson hat ja recht, wenn sie Lockerheit wünscht. Heinz von Förster betrachtete das Lernen aus kybernetischer Sicht und kritisierte unser Bildungssystem, da es Lernende zu trivialen Maschinen reduziere. Das Innere, der Lernprozess oder die Blackbox spielt keine Rolle. Bei trivialen Maschinen soll der Output prädeterminiert und analytisch bestimmbar sein. Auch Friedrich Skinner vertrat dieses Lernprinzip. Korrekte und strukturierte Wiederholung erfolgt in kleinen aufeinanderfolgenden Schritten. Fehler sind negativ konnotiert. Dieser Ansatz scheint heute noch weit verbreitet und Fehler werden von Lehrpersonen korrigiert. Die Agenda liegt ganz bei der Lehrperson und Lernende reagieren nur auf Reize. Schauen wir uns dieses Video an, Christa Ludwig in einem Meisterkurs. Viel langsamer bitte. Oh, noch langsamer, noch ist lento. Langsam, lento. Ist zu laut. Nein, 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 nein. Es ist zu schnell und es ist zu laut. Und es muss legato sein. Da, da, di, du, du, dann. Ganz langsam haben Sie keine Angst. Keine Angst. Gut. Als Konstruktivist und aus Sicht der Kybernetik beschreibt Heinz von Förster Lernen als nicht-triviale Maschine. Es ist synthetisch unbestimmt und geschichtsabhängig und vor allem analytisch unbestimmbar. Der Output ist unvorhersehbar, denn innen finden Rückkopplungsschleifen statt. Fehler sind hiernach rein informativ. Dieses konstruktivistische Lernen findet in tätiger Auseinandersetzung Dialoge statt. Alle Beteiligten sind aktiv. Dieser Prozess ist zirkulär insofern, als das Tun des einen das Tun des anderen bewirkt.
Neue Informationen werden mit bereits vorhandenen verknüpft und Strukturen aufgebaut. In der linken Abbildung sehen wir, dass sich Lernende und Lehrpersonen gemeinsam dem Material nähern, auf gleicher Ebene wie in einer Lernwerkstatt. Nach den Untersuchungen von Oser und Spiechiger gibt es zusammenfassend zwei Grunddimensionen der Fehlerkultur. Lehrer tendieren häufig dazu, den Unterricht so zu gestalten, dass Fehler möglichst nicht auftreten. Lehrpersonen setzen sich nicht mit Fehlern auseinander, sie ignorieren oder korrigieren sie selbst. Dies nennen sie auch Fehlervermeidungsdidaktik. In der Arbeitspsychologie prägte Theo Wehner einst den Begriff der Fehlerfreundlichkeit. Untersuchungen hatten ergeben, dass es in Betrieben mit einer fehlerfreundlichen Haltung mehr Sicherheit gibt. Eine fehlerfreundliche Haltung wendet sich dem Fehler bewusst zu. In einer angstfreien Fehleranalyse geht es darum, Fehlerkonsequenzen zu kontrollieren, Aneignungschancen zu geben, sie gemeinsam auszuhandeln und Gelegenheit zur Wiederholung zu geben. Spiechiger und Oser prägen den Begriff Fehlerermutigungsdidaktik. Aus den Fallbeispielen meines Seminars in den Jahren 2010 und 2011 konnten zwei weitere Grundhaltungen generiert werden. Dies sind Defizit- und Ressourcenorientierung. Wenn man Studierende nach einem Auftritt fragt, was ist ihnen gut gelungen, ist zunächst die Antwort, noch nicht so gut war, leider war schlecht, dass ich und so weiter. Die Studierenden sind defizitorientiert. Bei einer Ressourcenorientierung würde der Fokus auf die bereits vorhandenen Fähigkeiten und Stärken zunächst gelegt. Die Reflexion über das, was nicht optimal war, sollte immer mit der bewussten Anerkennung dessen, was gut war, ausbalanciert sein. Dies wird oft vernachlässigt. Carol Dweck, Professorin an der Stanford University, ist Motivationspsychologin. Dweck beschäftigt sich mit der Frage, warum manche Menschen erfolgreicher sind, sich das ganze Leben weiterentwickeln und andere nicht. Die Erklärung sieht sie in zwei differenzierten Selbstbildern. Entscheiden Sie, welche Aussage zu Ihnen passt. Ich finde es schwierig, mit Misserfolgen umzugehen. Ich lerne eher nicht aus Fehlern. Ich vermeide Herausforderungen. Ich mache mir Gedanken darüber, was die anderen wohl denken. Wer sich anstrengen muss, dem mangelt es an Talent. Oder ich betrachte Misserfolge und eigene Fehler als eine Chance, etwas zu lernen. Ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen. Was andere über mich denken, ist mir egal. Fähigkeiten und Erfolge sind das Resultat meiner eigenen Arbeit und Bemühung. Dweck erklärt das Lernpotenzial aus Fehlern in Relation zum statischen und dynamischen, veränderbaren Selbstbild. Personen mit dynamischem Selbstbild glauben, dass sich Kompetenz durch Anstrengung entwickelt. Fehler werden als Gelegenheit zum Lernen und Verbessern gesehen. Personen mit einer statischen Einstellung glauben, dass Intelligenz ein stabiles Merkmal ist, weisen Fehler auf mangelnde Fähigkeiten hin. Neuronale Mechanismen zeigen, dass sich lernorientierte Personen eher von Fehlern und Kritik erholen. Lehrende mit einem dynamischen Selbstbild können vormals schlechte Schülerinnen dazu motivieren, ausgezeichnete Leistungen zu vollbringen. Wir kommen zu den Ansätzen im Umgang mit Fehlern beim Üben und Musizieren. Es spielt der kleine Leon die erste Strophe aus dem Flohwalzer. Das ist gut. In diesem Video sind mehrere Dinge interessant. Unter dem Aspekt eines guten Fehlermanagements. Nicht Fehler, sondern negative Konsequenzen werden vermieden und Ungenauigkeiten werden geschickt akkommodiert.
Hierin liegt auch das kreative Potenzial von Fehlern. Der kleine Junge verbindet Flexibilität mit einer emotional entspannten Einstellung zu Fehlern. Dies ist eine gute Voraussetzung, um Folgefehler zu vermeiden. Ein vorbereitendes Risikomanagement ist besonders in der Luftfahrt, in der Ausbildung von großer Bedeutung, weil die Folgen von Fehlern irreversibel und verheerend sein können. Daher ist es wirklich wichtig, mögliche Störungen im Flugsimulator zu antizipieren und Verhalten aufzubauen, welches den Umgang mit Fehlern unter schwierigsten Bedingungen emotional entlastet und einen geschickten Umgang mit minimalen negativen Auswirkungen ermöglicht. Zu Beginn scheitern die Piloten meistens, was als Hinweis für eine zielfördernde Übung gesehen werden kann. Die Piloten und Pilotinnen wissen nach ihren Fehlversuchen, welche Strategien nicht zum Erreichen ihres Ziels führen, wie etwas nicht funktioniert und welche Konzepte falsch waren. Sie haben, um mit Fritz Oser zu sprechen, negatives Wissen aufgebaut. Nun ein Fallbeispiel aus der Musik. Eine Geigerin nach einem Probespiel, Frau W. Das Probespiel habe ich nicht geschafft. Ich habe mich dauernd verspielt. Aber nur, weil der Korrepetitor zu schnell gespielt hat, ich kurz vorher eine verfeindete Kollegin getroffen habe und die Kommission außerdem durch laute Geräusche gestört hat. Bei Frau W. war möglicherweise der Rumpelstilzchen-Effekt aufgetreten. Hierbei wird der günstigste Verlauf einer Performance angenommen, unrealistisch geplant und vor allem werden keine Störungen einkalkuliert. Vielleicht ist auch der sogenannte Tausendfüßler-Effekt eingetreten. Bei diesem Phänomen geht es darum, dass bei hohem emotionalem Druck während des Auftritts plötzliche Aufmerksamkeit für ein Detail den Bewegungsablauf stört. Die Aufmerksamkeit wird eingeschränkt und man ist auf den vergangenen Fehler fixiert und es passieren Anschlussfehler. Durch ein spezifisches Risikomanagement hätte Frau W. möglicherweise die Chance erhöht, flexibler auf die genannten unvorbereiteten Momente zu reagieren und das Identifizieren, Analysieren, Antizipieren und Simulieren von potenziellen Gefahren hätte gleichzeitig Auftrittsangst genommen. Hier eine Reihe von Vorschlägen für ein kreatives und exploratives Risikomanagement im Instrumentalspiel oder auch Gesang. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, um freier zu werden und neue Lernkurven zu starten. Blind üben, nach dem Joggen mit schnellem Puls spielen, in der Nacht spielen, in ungewöhnlicher Akustik und so weiter. Erst Risikofreude, Fehlertoleranz und die Möglichkeit zum Scheitern können das Potenzial für Innovationen hervorbringen. Wenn Risiken bewusst, angemessen und systematisch eingegangen werden, entsteht eine dynamische Mischung aus Scheitern und Innovation, die die Chancen auch für einen künstlerischen Erfolg erhöhen können. Noch einmal zurück zur Geigerin Frau W. nach dem Probespiel. Die Situation nach diesem gescheiterten Probespiel hingegen könnte ein neuer Anfang sein. Eine aktive Auseinandersetzung mit der Erfahrung könnte einen psychischen Prozess in Gang setzen, der am Ende mehr bringt, als durch das Scheitern verloren war. Scheitern kann ein Anfang sein, um notwendige Korrekturen vorzunehmen. Mit den Worten von Henry Ford: "Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently." Ich möchte noch auf das Grübeln und Brüten über Fehler zu sprechen kommen. Hören wir hier Frau K. Nachdem ich einen Fehler gemacht hatte, wurde ich nervös und verlor meine Konzentration auf das, was ich eigentlich zeigen wollte. Ich begann, mich zurückzuhalten, anzustrengen, gegen meine Nervosität anzukämpfen, Kontrolle zu gewinnen und beging im Zuge dessen noch mehr Fehler. Nach der Aufführung, egal wie gut sie insgesamt ankam, fühlte ich mich frustriert und dachte nur mehr an meine Fehler. In der Psychologie nennt man dies auch Ruminieren, weil die gedankliche Verarbeitung von Fehlern quasi wiedergekaut wird. Hilfreich ist hier das Reflexionstool Performance Loop.
Die Zirkularität von Planung, Vorbereitung, Performance, Bewertung, Lernen kann in diesem Reflexionstool reflektiert werden. Im ersten Schritt werden die emotionalen Reaktionen notiert, im zweiten, was faktisch passiert ist und im dritten, was neu geplant werden kann. Ich komme zum letzten Punkt, dem Fehlermanagement-Training. Ein spezifisches Fehlermanagement-Training wurde in den Bereichen des Software-Designs und Computertrainings entwickelt und Teilnehmerinnen erhielten von Anfang an herausfordernde Aufgaben, um Fehler zu provozieren, als wichtige Informationsquelle während des Trainingsprozesses. Motivierende Instruktionen waren: Je mehr Fehler du machst, desto mehr lernst du. Du hast einen Fehler gemacht, großartig, weil jetzt kannst du Neues lernen und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass die Ermutigung zum Explorieren vor allem eine positive Auswirkung auf die Transferleistung hat. Lernende können besser mit ungewissen Situationen umgehen. Dieses Training geht auch in Richtung einer Fehlerermutigungsdidaktik. Wenn wir uns nun nur darauf konzentrieren, die genaueste Interpretation der Partitur zu erzielen, anstatt Klänge, Farben und Bewegungen zu untersuchen, kann eine Aufführung ihren individuellen Ausdruck verlieren. Ein übertriebener Fokus auf die Vermeidung von Fehlern kann zum Richtig-Falsch-Syndrom führen. Wenn ein Fehler auftritt, der außerhalb der Erfahrung und Erwartungen des Interpreten liegt, wissen Musikerinnen und Musiker nicht, wie sie reagieren sollen. Sehen Sie Abbildung links. Die Integration eines systematischen Fehlermanagement-Trainings in die bewusste Praxis kann eine nützliche, ergänzende Strategie zur Vermeidung von Fehlern sein. Der Fehler liegt im erwarteten Bereich der Möglichkeiten. Eine erweiterte Anzahl von Lösungen ermöglicht es, Musikerinnen Fehler schneller und einfacher zu korrigieren. Dieses Fehlermanagement-Training geht in Richtung eines Überansatzes, bei dem jeweils an Unterschieden geübt und gelernt wird. Dies ist das differenzielle Lernen. Der Pianist Martin Wittmeier hat sich hier an Bewegungstheorien und der Sportdidaktik angelehnt, wo es darum geht, nicht Bewegungen durch automatisierte Wiederholungen einzuschleifen, sondern Lösungsräume zu erkunden. Es wird in Unterschieden geübt und deren Erkundungsprozess erwirkt einen tieferen Lernprozess, weil das systemdynamische System des Menschen die fehlerhaften Differenzen quasi von alleine reguliert. Dieses Lernen in Unterschieden am Rande des Lösungsraums hat Martin Wittmeier grafisch als Ringnebel dargestellt. Im Gegensatz dazu sehen Sie das lineare und programmorientierte Lernen, hier als Zuckerhut versinnbildlicht. Fehlervermeidung generiert hier eher die Angst vor Fehlern. Wir kommen zur Zusammenfassung. Im adäquaten Ausnutzen pädagogischer Spielräume können wir das Lernen an den jeweiligen Bedürfnissen der Lernenden ausrichten. Dies kommt auch dem Umgang mit Fehlern zugute. Reflexive Praktiken unterstützen metakognitive Fähigkeiten und die Selbstregulation. Wer die eigenen Fehler erkennen und korrigieren sowie als Lerngelegenheiten interpretieren kann, hat ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und innerer Sicherheit. Ein fehlerfreundliches, fehlerermutigendes Lernen und Lehren in Verbindung mit einem dynamischen Selbstbild ermöglicht Resilienz im Umgang mit Fehlern. Spielräume beim Üben sollten durch ein exploratives Üben ermöglicht werden. Gezieltes Risikomanagement und Fehlermanagement-Training ermöglichen ein gutes Fehlermanagement. Für eine exzellente Aufführung ist es erforderlich, dass Musikerinnen Auftrittssituationen zielgerichtet vorbereiten. Aber Sicherheit bedeutet nicht Abwesenheit von Fehlern, sondern die Fähigkeit, mit Risiken und Gefahren umgehen zu können und die Leistung dennoch zu demonstrieren. Ich danke vielmals. Wir haben ja gerade gehört, und das ist etwas, was ich aus der Medizin sehr bestätigen kann, je steiler die Hierarchien sind, desto schwieriger wird es zu korrigieren. Also welcher Assistenzarzt traut sich mal so einfach einem Chef zu sagen, Moment mal, Sie operieren die falsche Seite? Das gibt es ja.
Wie ist denn das eigentlich in der Musik? Also spielt dort das Verhältnis Hierarchie oder auch Abhängigkeit von meinem Lehrer eine Rolle? Ja, selbstverständlich spielt das eine Rolle. Und wie ich ja gezeigt habe, also nur in Ansätzen, es ist immer noch so, dass die Fehler im Prinzip von den Lehrpersonen korrigiert werden. Ich gebe vielleicht ein Beispiel von einem Workshop. Und zwar, es gibt ein Fehlerfeedback-System, was darauf ausgelegt ist, dass nur Fragen gestellt werden. Und wir haben bei uns in der Universität dazu einen Workshop gemacht. Und dann sagte mir ein Kollege, das finde ich ja alles wirklich sehr, sehr spannend und wunderbar, aber ich werde doch dafür bezahlt, den Schülerinnen und Schülern zu sagen, was korrigiert werden muss und was falsch ist. Also dieser Paradigmenwechsel, dass das Feedback geben wechselseitig ist und von beiden Seiten kommt, der vollzieht sich bei uns in der Instrumentalpädagogik sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Habe ich die Frage beantwortet? Weitere Fragen bitte. Also ich glaube als Ergänzung, ich glaube in der Medizin geht das auch nicht schnell, sondern wir haben auch viele Jahre gebraucht, um überhaupt über Fehler zu reden. Und das ist einfach ein Prozess, der seine Zeit braucht. Aber ich denke, man muss dranbleiben, wenn man wirklich dranbleibt. Und wenn man die Leute ermutigt, wenn man die großen Katastrophen untersucht, dann ist es nahezu immer so wie bei unserem Beispiel von Eastern Airlines 401, findet sich nahezu immer irgendeiner, der genau gesehen hat, was da jetzt gerade passiert und der sich aber nicht wirklich getraut hat, die Hand zu heben. Mhm. Und ich glaube, daran müssen wir noch ziemlich arbeiten, dass sich unsere Mitarbeiter auch wirklich trauen. Oder auch Patienten. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch in der Medizin momentan Gott sei Dank erleben, dass eben diese Götter in Weiß zum Glück langsam verschwinden und dass es ein Teamgedanke ist, der in einer Klinik gelebt werden muss, auch in einer Praxis gelebt werden muss und der genau diese Hemmschwellen abbaut, die man eben hat, dem anderen zu sagen, hier läuft irgendwas nicht in der Richtung, wie es eigentlich sein sollte. Hier haben wir eine Frage, bitte. Zu dem letzten Vortrag und der Offenheit oder dem offenen Umgang mit den Fehlern, das ist sicherlich auch regional ein bisschen unterschiedlich. Also in Amerika gehen Chefärzte mit Fragen von Assistenzärzten ja schon mal anders um, weil die das einfach von der Geschichte her, in Deutschland kommt zum Beispiel die Medizin aus dem Militär, also da widerspricht man nicht, da folgt man. Während wenn im Amerika ein Student sagt, Moment, Herr Professor, das habe ich aber letztens in der Literatur anders gesehen, hat er damit kein Problem, damit umzugehen. Das nächste, was ich sehe, ist auch ein finanzielles Problem und auch ein rechtliches Problem. Sie können ja Ihre Ärzte sicherlich motivieren, miteinander offen umzugehen oder auch mit Opfern offen umzugehen. Aber ganz oft kriegen die ja auch einen Maulkorb von ihrer Haftpflichtversicherung. Die haben nichts zu sagen, sonst dürfen die ihren Beruf nicht mehr ausüben. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man nicht so einfach regeln kann. Auch das sind Punkte, die eine Rolle spielen, auch Existenzängste. Also um bei dem Letzten anzufangen, die Haftpflichtversicherungen, die haben in der Zwischenzeit verstanden, dass sie deutlich billiger wegkommen, wenn der Arzt offen und ehrlich mit dem Patienten redet. Dann ziehen sich nämlich nicht Gerichtsprozesse über viele Jahre hin, sondern dann findet man meistens sehr schnell eine Lösung. Patienten, wenn man mal schaut, warum Patienten, die zu Schaden gekommen sind, warum die klagen, dann geht es denen nicht in erster Linie um jetzt finanziellen Ersatz, sondern denen geht es in erster Linie darum, dass jetzt mal endlich einer klärt, was da passiert ist, weil es nämlich ihr behandelnder Arzt ganz offensichtlich nicht gemacht hat. Und wenn man das tut, dann nimmt man schon sehr viel Wind aus den Segeln. Es hat mal eine amerikanische Uni, ich weiß jetzt nicht mehr ganz gleich welche, die hat mal eine Aktion gemacht, da hat man einfach jedem Patienten, der irgendwas erlebt hat, was nicht so ganz gut war, dem hat man einfach $2000 gegeben. Und hat gesagt, ja, wir wissen, das war keine gute Wundheilung, das Knie sieht jetzt schon so ein bisschen verunstaltet aus, aber Sie kriegen jetzt mal ordentlich was von uns. Das hat dazu geführt, dass die Anzahl der Gerichtsverfahren um 80% zurückgegangen sind. Also da können wir ganz gut was tun und ich glaube, unsere Haftpflichtversicherer haben das ganz überwiegend verstanden. Ich hatte früher ganz oft unglaublich Ärger,
mit meiner Versicherung, wenn ich dem Patienten genau gesagt hatte, was passiert ist, dann kam ein Brief von denen, hätte ich auf gar keinen Fall machen dürfen. Das wissen die in der Zwischenzeit. Und die erste Frage, ob man darüber denn jetzt offen reden darf, es ist so, dass es in den USA gibt den Patient Safety Act, der ist von 1998, sowas um den Dreh rum, und da wird ganz genau festgelegt, dass die Gespräche und Untersuchungen, die geführt werden, um aus einem Fehler zu lernen, die dürfen nicht vor Gericht verwendet werden. Also amerikanische Ärzte sind da relativ gut geschützt. Es gibt bei uns was so Ähnliches, das ist das Patientenrechtegesetz von 2013, glaube ich, sowas um den Dreh. Da steht es so ein bisschen abgeschwächt auch drin. Ich kenne aber keinen Fall, und ich habe schon viele Kollegen gefragt, ob sie denn schon mal von diesem Gesetz irgendwie betroffen waren oder es zu Hilfe nehmen mussten. Also ich kenne keinen Fall, wo das funktioniert hätte. Insofern ist ein bisschen offen, ob das bei uns auch so gut funktionieren würde. Was immerhin war, wir hatten auch den Staatsanwalt am Hals, weil wir hatten auch zwei Todesfälle in unseren CIRS-Berichten. Das ist klar, der Staatsanwalt muss ermitteln, wenn es zum Todesfall gekommen ist. Und wir hatten einen sehr, sehr vernünftigen Staatsanwalt, der relativ schnell bemerkt hat, welche Folgen es hat, wenn er da jetzt so ganz, ganz strenge Maßstäbe anlegt. Und er hat beide Verfahren eingestellt, weil er gesagt hat, erstens ist es multifaktoriell, am Ende weiß man ja, das waren beides Intensivpatienten, da weiß man ja häufig nie genau, was, an was es jetzt wirklich lag, aber es sind eindeutig Fehler gemacht worden, aber in beiden Fällen ist das Verfahren eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft mit der Argumentation, dass man eben nicht das Lernen aus Fehlern behindern möchte. Finde ich wirklich eine tolle Einstellung. Ich weiß nicht, ob es nur unser Staatsanwalt so gut mit uns gemeint hat oder ob das verbreitet ist. Aber ich denke, so macht es Sinn. Eine letzte Frage können wir dort in der Mitte noch zulassen, bitte. Ja, es ist gar keine Frage, sondern ich wollte eher als unterrichtende Person noch eine Sache aus meiner Erfahrung weitergeben. Und zwar habe ich mal den Satz gelernt, als Lehrer, think the problem, say the solution. Und ich erfahre total stark im Gesangsunterricht, dass wenn ich höre, ein Schüler macht einen Fehler und ich sage, verändere das und das, dass das total viel bringt. Aber wenn ich sage, oh ja, du hast da zu tief gesungen, dass es einen ganz anderen Effekt hat. Also so als einfache Vermeidungsstrategie gegen die Angst vor Fehlern, einfach nicht sagen, sondern nur sagen, was verändert man, hilft. Haben Sie beide ganz herzlichen Dank nochmal. Ihr Applaus für diese wunderbaren zwei einführenden Vorträge.